Ich möchte Ihnen was erzählen zum Thema der Hüftarthrose oder auch Coxarthrose genannt. Zunächst einmal, die Arthrose ist eine Erkrankung des Gelenks, des Gelenkknorpels. Der Gelenkknorpel ist erkrankt oder geschädigt, aber meistens erkrankt. Es gibt vielfältige Ursachen für die Arthrose. Das fängt bei den genetischen Ursachen an. Das geht über Unfälle, das geht über Stoffwechselerkrankungen oder Gewicht oder Fehl- oder Minderbelastung, aber am Ende bleibt übrig, der Gelenkknorpel ist zerstört und das Gelenk funktioniert nicht mehr, macht Schmerzen, bewegt sich nicht mehr ordentlich. Und an der Hüfte, das ist eine der Hauptgelenkprobleme, die wir als Mensch haben, die Hüftarthrose. An der Hüfte, ich zeige Ihnen das nochmal am Hüftgelenk, das Becken und der Oberschenkel artikulieren hier. Dieses Hüftgelenk ist für uns ein ganz zentrales Gelenk. Es ist für unser Gehen, für unser Stehen wichtig und macht uns Probleme massiv, wenn es nicht mehr funktioniert. Wir sind hier in Lindau dazu aufgerufen, die Patienten zunächst als Spezialisten zu untersuchen. Das ist das Allerwichtigste, zuerst die Untersuchung, auch entsprechende Röntgenaufnahmen zu machen. Nur im absoluten Bedarfsfall, wenn am Schluss etwas noch unklar bleibt, auch eine Kernspintomographie durchzuführen, anfertigen zu lassen, um dann den Patienten zu beraten, was kann bei dieser Arthrose getan werden. In vielen Fällen kann man tatsächlich mit entsprechenden Maßnahmen physikalischer Medizin, Physiotherapie, Krankengymnastik, Massagen, Schmerztherapie, auch Akupunktur helfen, um tatsächlich das Gelenk noch länger für den Menschen als natürliches Gelenk zu erhalten, zu bewahren. Wenn aber das Gelenk so weit zerstört ist, dass ein Erhalt nicht mehr sinnvoll ist, um die Lebensqualität des Patienten wiederherzustellen, ist ein Gelenkersatz notwendig. Hier in der Asklepios-Klinik in Lindau wird das Hüftgelenk als zementfreie Hüfttotalendoprothese eingesetzt, über minimalinvasiven Zugang, was das für mich Wesentliche ist an unserem ganzen Tun. Wir implantieren ein Keramik-Kunststofflager, das den Goldstandard darstellt in der Versorgung der Hüftendoprothetik. Aber wie kommt dieses Gelenk in das Becken? Und da sind wir hier Spezialisten. Schon seit 12 Jahren wird über minimalinvasive Wege der Patient mit einer Hüftprothese versorgt, sodass die Muskulatur maximal geschont wird, der Blutverlust gering ist und die Mobilität unmittelbar nach der Operation in großen Zügen wieder gewährleistet ist.